Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Ich befinde mich jetzt wieder im Hardcore-Modus. Da hinten wird irgendwie fröhlich vor sich hingeballert und wir finden hier ein Scharfschützengewehr. Oh. Hallo? Nee. Hallo? Und was ist da? Was ist das? Seht ihr das? 6? Ah, ich bin Platz 6. Achso, wir können jetzt immer unseren Platz da unten rechts sehen. Ah, das ist geil. Wieso bin ich Platz 6? Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass die sich alle hier gerade erschießen. Naja, gut, ignorieren wir das Ganze einfach. Die Waffe ist weg. Okay, wir haben sie eingesammelt. Folgendes. Als allererstes natürlich Level Up. Mir wurde gesagt, das Ganze befindet sich auf Glück, was ich suche. Und das, was ich suche, ist, die negativen Effekte deiner Mutation werden um 25% verringert. Aber das ist ja auch cool. Das heißt, wenn ich jetzt auf... Wo ist das da? Gestärkte Gene gehe, ne? Geringe Chance durch Reds zu mutieren, oder durch Verwendung von Redway-Mutationen zu heilen. Wenn ich darauf jetzt 2 Punkte setze, dann werden doch meine Mutationen nicht geheilt. Wäre das nicht irgendwie besser, wenn man vorher dann den hier nimmt? Weil dann man dann keine negativen Effekte hat. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, was ich jetzt sehe, ist, ich habe nur noch 2 Level. Ich habe das Ding schon! Ich hatte schon 1. Wie krass ist das denn? Ich würde aber wirklich gerne die letzten Punkte hier reinsetzen. So. Und dann... Ja, Munition brauchen wir jetzt nicht so dringend. Dann nehmen wir noch, ja, Pharma-Fan dazu. Und dann passt das schon. Ach stimmt, ich habe ja Kannibale noch drin. Das sollte ich mir merken. Ich bin Platz 5. Ich finde das cool, dass wir jetzt jedes Mal unseren Platz sehen. Haben die gut gemacht. Das ist eine gute Entscheidung. Hätten sie vielleicht ein bisschen transparent und so im Hintergrund machen können, aber ich will mich jetzt nicht beschweren, Bethesda. Ich will mich jetzt nicht beschweren. Ich will was essen. Was trinken. Eigentlich nur trinken. So, mir wurde gesagt, unter Details kann man die Waffe, der Waffe einen Namen geben. Ich werde jetzt allem einen Namen, einen provisorischen Namen geben. Ich möchte, oder beziehungsweise ich wünsche mir, dass, Katze macht komische Geräusche, dass, ihr die Waffen benennt. Jeder darf eine Waffe benennen. Eine Waffe. Und, ihr könnt euch eine aussuchen. Also alle, die ich jetzt benenne, die sind quasi, stehen euch zur Verfügung. Und somit wäre das eine Hommage an euch. So, umbenennen. In... Meine E-Zigarette ist runtergefallen. So. In, ich mache einfach mal... Pistole. Meine Pistole. So. Dann haben wir... ups, nein. Ah, Gott. Verwirrend. So, dann machen wir mein Berserker. So. Achso, ich dachte schon, das ist jetzt zu einem normalen Sturmgewehr mutiert. Ich hatte kurzen Schreck. Oh. Stufe 50, ja geil. Den werden wir behalten. Der Gatling-Laser. Mir fallen natürlich die ganze Zeit Namen ein, aber ich will sie jetzt nicht. Ich will sie jetzt nicht verwenden. Mein Gatling. Weil ich möchte, dass ihr gerne irgendwo ein Teil dieses Let's Plays seid. Und ja, ihr dürft sie benennen. So sieht's aus. Das ist der Plan.
Ob ihr euch daran haltet, weiß ich nicht. Aber das ist ja eure Sache. Ich drücke die ganze Zeit die falsche Taste. So. Mein Hammer. Warum ich jetzt alle mein nenne, ist einfach, dass sie halt alle in einer Reihe sind am Anfang. So, dass ich sofort sehe, okay, der hat noch keinen Namen bekommen. So. Was haben wir noch? Das Jagdgewehr, genau. Das verwende ich ja momentan auch noch. Da habe ich auch ein bisschen Munition mitgesammelt. Mein Gewehr. So. Dann freue ich mich auf Namen. Aktuelle Mods keine. Sind jetzt die Mods deswegen verschwunden? Kann das sein? Nö, nö, alles da. Ach, wir haben bei meinem Gewehr habe ich... Doch, ich habe Mods dran. Ich wollte gerade sagen, ich habe keine Mods dran. Aber habe ich. Wir sind Platz 5 übrigens. Finde ich gut, dass ich das jetzt immer im Auge habe, aber es ist halt, es sticht halt wirklich heraus. Es ist nicht schön. Sagen wir es so. So, prügeln wir uns mal hier durch und gucken mal, wer sich hier überhaupt die ganze Zeit abschießt. Gegen die Schallmauer. Oh nein. Oh nein. Wir ignorieren diese Quest einfach und schleichen uns rein. Die haben wir ja gestern schon gemacht. Ich sehe es jetzt nicht an, dass wir sie nochmal machen müssen. Muss hier ein bisschen vorsichtig sein. Ich komme hier nicht mehr raus. Kacke. Ich stecke hier fest. Okay, ich bin frei. Hihihi. Ich liebe diese 10 mm, ne? Die ist so stark. Okay, wir sind jetzt natürlich in Gefahr. Sofort wird es nicht mehr so einfach. Dann müssen wir die Waffe wechseln. Wo bleibst du hin? Lauf doch nicht weg. Ich dachte, wir sind Freunde. Ach, Kacke. Okay, irgendwer kennt mich noch. Wir müssen schnell rein. Bevor andere Spieler kommen. Lass mich nicht meine ganze Munition an dir verschwenden. Wir sind übrigens kurz vor Stufe 50. Wir haben es. Wir werden es in dieser Aufnahmesession schaffen, 50 zu erreichen. Aber 100 pro, vor allem im PvP. Okay, schnell rein, bevor jemand kommt. For Deviants. Da wollten wir schon immer hin. Und jetzt sind wir es. Aua! Ich habe eine Stelle, wo mich die Katze gekratzt hat, wieder aufgekratzt gerade eben, als gejuckt hat. Dämliche Katze, nur weil ich sie streicheln wollte, hat sie mich gekratzt. Da! Da! Richtig bitterböse. Doofe Katze. So, holen wir einfach mal eine dicke Wumme raus. Hier liegen Leichen. Das ist nicht gut. Ich hoffe, hier ist kein anderer Spieler gerade. Nein. Aber so viele Spieler sind hier auf dem Server gerade wahrscheinlich nicht da. Das heißt, wir müssen uns eigentlich keine Sorgen machen. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir gejagt werden, ist gering, sagen wir es mal so. Ah, da stehen sogar jetzt die Kills drauf. Nice. Kann man die jetzt auf der Karte mal noch sehen? Oder sind die jetzt schon wieder aus? Ich muss mich auf dem aktuellen Stand halten. Ja, da. Oh, ich könnte die zwei töten. Die eins. Der ist nämlich direkt bei meinem Camp. Aber egal. Ich will jetzt nicht hin und her reisen, deswegen. Das kostet schon ziemlich viel Geld, hierher zu reisen. Wenn ich nicht so weit entfernt wäre, wäre das kein Problem gewesen. Krankenhausvorfallsbericht. Assistenzpsychiater Dr. Kessel. Einer der Junior-Krankenpfleger hat einen Nervenzusammenbruch erlitten. Er war Patient 5A3 zugewiesen, dessen Krankheit sich in notorischer Selbstverletzung manifestiert. Patient 5A4
ist zwar nicht gewalttätig, greift und begrapscht aber jede Person, die Hilfe zu verabreichen versucht. Dann gibt es noch Patient 5B7, der ohne ersichtlichen Grund in laute, klagende Schreie ausbricht. Das war, zusammen mit der ständig geforderten Aufmerksamkeit und den notwendigen hygienischen Säuberungsmaßnahmen, zu viel für den jungen Pfleger. Wir fanden ihn mit einem Essenstablett in der Hand, regungslos vor einem der Patientenzimmer stehend. Einer der anderen Pfleger hatte bemerkt, dass er sich vor einer Stunde nicht gerührt hatte. Als er endlich auf unsere Versuche reagierte, zu ihm durchzudringen, wirkte er überrascht, dass so viel Zeit vergangen war. Während des Entlassungsgesprächs brach er in Tränen aus. Er wollte wissen, ob etwas mit ihm nicht stimmt, ob er hier als Patient enden würde. Ich erklärte ihm, dass nervöse Erschöpfung gerade unter Krankenhausangestellten ein verbreitetes Leiden sei. Nach ein paar Monaten der Ruhe könne er sich erneut für den Job bewerben. Das war jedoch kein Trost für ihn. War das jetzt ein Bug oder gehört das zur Geschichte? Ich meine, wenn man sich bei einem Spiel fragt, ob es ein Bug ist oder ob es zu diesem komischen Irrenanstaltsgedöns hier dazugehört, dann läuft irgendwas schief. Weil der Ghoul ist gerade offensichtlich durch die Wand gelaufen und ich habe ihm den Arm abgehackt dabei. Eine goldene Gabel im Sack. Was ich gerade überlege... Die haben das geändert. Es geht nicht mehr nach Überlebenszeit, sondern nach Kills. Top. Top, das habe ich mir gewünscht. Frage. Wo ist meine Last hin? Was ist mit meiner Last passiert? Kümmern wir uns gleich drum. In der letzten Folge hatten wir doch noch den Buff. Wo? Wo ist der aufgestanden? Er ist wahrscheinlich über mir. Wenn ich jetzt hier rausgehe. Oder sind meine Füße kaputt? Nee, die sind noch ganz. Stärke plus 2. Aber ich glaube, die können keine Hunde. Ach, da. Verbesserte Ausbeute beim Abbau von Rohstoffen, wenn der rechte und linke Arm koordiniert eingesetzt werden. Was? Was ist mit meinen Beinen? Wieso geben die keinen. Haben die das gefixt? Oder genervt? Gefixt kann man das ja nicht nennen, das war ja kein Bug. Haben die das genervt, dass ich jetzt nicht mehr so viel tragen kann? Irgendwas stimmt nicht. Normalerweise haben doch die Beine... linker Arm, linkes Bein. Die Beine haben mir doch endlich Tragelast 100 gegeben, oder nicht? Ich glaube schon, dass sie mir 100 Tragelast gegeben haben. Aber finde ich das gut. Jetzt ist der Überlebensmodus genau so, wie ich es mir gewünscht habe. Und zwar die Leute, die wirklich hart dran sind, andere zu töten. Also die sie auch verfolgen, die sind auf Platz 1. So sollte es sein. Weil so findet man auch Camper und die ganzen anderen Gedöns, Schrott. Ja, wir sind aus irgendwelchen Gründen überladen oder... Oder das einen anderen Grund. Ich muss mal kurz was checken. Nö, daran lag's nicht. Hä, aber wie... Ich muss in die letzte Folge reingucken. Ich hätte schwören können, wir konnten damit schnell reisen. Wir konnten schnell reisen. Aber wir haben auch... Nee, wir hatten nicht so viel Gewicht drauf, ne? Als wir schnell gereist sind. Sie haben das genervt. Sie haben die Rüstung... Die haben meine Rüstung genervt.
Warum? Warum hasst ihr mich, Bethesda? Ich bin einer eurer treuesten Kunden. Guckt euch meine Fallout-Let's Plays an. Das sind über 1000 Folgen Fallout, die ich gemacht habe. Und wofür? Damit ihr meinen Scheiß nervt. Licht! Licht! Hallo? Licht? Licht? Soll es ja nicht im Kopf sein? Oh, und ich frage mich, wo mein Licht ist. Was ist mit meinem Helm passiert? Ach. Okay, es ist okay. Nein, alles gut, Bethesda. Ich hab euch immer noch lieb. Alles ist in Ordnung. Ich hab versagt. Weil normalerweise kann man halt keine anderen Sachen anziehen. Man kann den Helm abziehen. Das ist cool. Das haben die neu gemacht. Nur leider hat es auch zu Verwirrung geführt. Vor allem bei mir. Das heißt, wenn wir Bock haben, können wir jederzeit einfach unseren Kopf raushängen lassen. Das finde ich cool. Mit einer besonderen Mütze oder so. Vorkriegsgeld, Wasser. Ja, eine Suppe, die hier seit 1000 Jahren liegt. Die wird wahrscheinlich nur lecker schmecken. Und dann bin ich tot. Hallo? So, habe ich hier irgendwas vergessen? Hier, das hier. Das sind Holzblöcke. Ich dachte, das wäre Munition. Das Hacken hat sich hier gar nicht gelohnt. Na gut, schleichen wir wieder vorwärts. Denn wenn wir schleichen, wissen wir alle, dass wir mehr Fallout-Folgen kriegen. Ist der einzige Grund, warum ich schleiche. Nicht, weil ich das so gerne tue, sondern damit ich mehr Folgen produzieren kann. Halt, das habe ich gehört. Von hier hat es irgendwie geschnattert. Wonach suche ich überhaupt? Ich will irgendwie weiter nach oben. Ich muss sagen, ich fühle mich jetzt wesentlich sicherer in diesem Modus. Einfach weil ich weiß, ich werde nicht mehr automatisch oben landen. Scarlets Schreibmaschine. Ist das eine besondere Schreibmaschine? Weil das sah eher aus wie Schrott. Fastnachtsmaske. Oh, ich habe eine Fastnachtsmaske. Hey, ich. Warte, Fotomodus. Wir machen hier in der Irrenanstalt ein Foto. Gesundheit, Zero. Danke, Zero. Wunderschön. Oh. Ich mache ein Foto, Leute. Bitte lasst mich in Ruhe. Ausdruck brauche ich nicht. Pose. Ja, geduckt ist schon nicht schlecht. Das mit dem Licht ist natürlich ein bisschen blöd jetzt. Ich habe eine Idee. So. Foto. Ich weiß natürlich, dass ich jetzt meinen Helm nicht anhabe. Ich habe eine Fastnachtsmaske gefunden. Ich bin so glücklich. Die werden wir jetzt aufziehen. Bis sie groß und stark ist. Danny Boy, Essen ist immer gut. Aufbereitetes Wasser. Oh, das ist doch so ein Kinderschutz. Da sind bestimmt Kinder dahinter. Wahrscheinlich tot. Ich meine, wer lässt sie sonst raus? Oh, ich bin Platz 9. Hm? Oh, das gefällt mir.
Wie fester, gute Arbeit. Ich lobe euch nur selten, aber ihr macht wirklich gute Arbeit manchmal. Ich habe mir die Patchnotes angeguckt. Also, die Bugfixes. So eine lange Liste. Wie fester, manchmal seid ihr lustig. So. Was bedeutet dieses Zeichen? Hat das irgendwie eine großartige Bedeutung? Ist hier eine unsichtbare Wand? Soll ich hier runter? Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Versorge die Anstalt mit Strom. Finde heraus, was aus der Bruderschaft geworden ist. Okay. Aber töte Wendigo, das nehmen wir mal raus. Das nervt mich nur. Ich meine, das ist eine schöne Quest. Die mache ich ab und zu sehr gerne. Einfach nur just for fun. Nothing is real. Okay. Ja, wenn nichts real ist, dann nehme ich mir das. Dann brauchst du das wahrscheinlich nicht mehr, ne? Ist mein Licht noch an? Nee. Nehme ich auch mit. Nehme ich auch mit. Hier ist nichts real. Ich nehme es trotzdem mit. Brammischädel. Wir haben in der letzten Folge übrigens jemanden gesehen, der hatte die gleiche Power-Rüstung wie ich, aber richtig schön upgegradet. Das will ich auch. Das ist unsere Zukunft, Leute. So werden wir früher oder später aussehen. Krankenhausvorfallsbericht. Assistenzpsychiater Dr. Kessel. Heute kam es zu einem gewalttätigen Ausbruchsversuch. Alle Patienten und sämtliches Personal im Dienst hielten sich zur Morgenmahlzeit im Essenssaal auf. Patientin 3E2 war nie als gewalttätig aufgefallen, neigt jedoch zu verbalen Ausfällen gegenüber jedem, der sich gerade in ihrer Nähe befindet. Das Personal griff ein. Patientin 3E2 befreite sich jedoch, indem sie einem Pfleger in die Hand biss. Gemeinsam mit einem weiteren Pfleger verfolgte ich sie durch den Gang, während das restliche Personal die Patienten im Essenssaal unter Kontrolle zu bringen versuchte, die durch den Vorfall sichtlich aufgebracht waren. Schließlich bekamen wir sie zu fassen und verabreichten ihr ein Sedativum. Die durch den Biss aufgerissene Hand des bedauernswerten Pflegers konnte im Anschluss behandelt werden. Alle anderen Patienten verhalten sich wieder normal. Doch die Patienten 3E2 und 7C1 sollten gesondert überwacht werden, falls dieses gewalttätige Verhalten zur Gewohnheit werden sollte. Die Chance auf eine zukünftige Entlassung der beiden hat sich mittlerweile so stark verringert, dass es statistisch irrelevant geworden ist. Die sind bestimmt zu Ghoulen geworden. Ich glaube, darum ging es. Ich habe zuerst überlegt, was soll diese Nachricht? Was soll mir das sagen? Wie das Leben in der Irrenanstalt für einen Wächter ist? Nein, das waren Ghule. Ist nur eine Puppe, sehr schön. Mehr wollte ich nicht. So. Ich finde es sehr verwirrend hier in der Verwirrungsanstalt. Irrenanstalt. Ist doch eine Irrenanstalt oder ist das ein Krankenhaus? Ich komme da auf die Irrenanstalt die ganze Zeit, weil ich ja diesen Ghoul gesehen habe, der durch die Wände geht und ich mich selbst für verrückt gehalten habe. Oh. Clara Durans Notiz, Dezember 77. Eintrag 12.77. Wir haben die Kuh gefangen. Wir haben darüber abgestimmt, wie sie heißen soll. Was sich als ganz gute Demokratieübung erwiesen hat, dass die Diskussionen so temperamentvoll werden würden, hat mich allerdings doch überrascht. Aber vermutlich kann man sich über alles aufregen. Unsere Kuh heißt jetzt jedenfalls Bertha. Massive Hunde halten Bertha in einem leeren. Ja, viel kann man da leider nicht mehr lesen. Bertha, schöner Name, gefällt mir. Alter, wie groß ist denn das hier? Ah, hier geht's tief runter. Aber wir können sicherlich hier einfach vorbeischleichen, ne? Und hier ist ein Ghoul drin, 100 Pro. So was ähnliches.
Eine Toilette. Das sind die Vorgänger von den Ghoulen. Die ziehen sich auch jeden Scheiß rein. Badabusch. Gehen wir mal hier rein. Das Böse! Goldschrott. Goldschrott. Ich finde nicht, dass das Schrott ist, aber ich nehme es gerne mit. Wenn es nur einen Wert hätte. Das habe ich gehört. Was war das? So. Ich komme irgendwie jetzt auf die andere Seite, Jungs. Wie bin ich hier überhaupt hergekommen? Achso. Ah. Hä? War das gerade eine Klebebandrolle? Ich habe Kleber ohne Ende. Aber meine Truhe ist voll. Ja, das ist das Traurige da in der ganzen Geschichte, die Truhe. Wie fest da als nächstes die Truhe, bitte. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr das Ganze auf 1000 erhöhen würdet. Ich meine, im Endeffekt würde es wahrscheinlich nur 2 Folgen dauern, bis ich die wieder voll hätte. Aber immerhin. Ach, guck mal, die Tür ist noch zu. Da war ich noch gar nicht. Oh, legendär. Aber Stufe 22. Einfach, nein. Ach, Kacke, jetzt ist der da unten, ne? Brustteil. Oh Mann, das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Oh, minus Schaden durch Tiere. Der Wahnsinn. Ach, okay, ich komme hier hoch, alles klar. Ich habe schon gedacht, jetzt kann ich den ganzen Weg nochmal laufen. Ach, hier ist die verschlossene Tür. Wofür sie auch immer dient. Machen sie einfach mal auf. Kann ja nicht schaden. Waren wir hier schon überall? Ich glaube nicht, ne? Sonst wären die Ghule nicht am Leben gewesen. Ah, guck mal, da hinten ist ein Terminal. Und wir müssen da runter. Allerdings müssen wir auch darauf. Das heißt, wir gehen zuerst drauf. Ja, das war auch die richtige Entscheidung. Bleirohr. Ja, wieso nicht? Komm. Ich nehme alles mit. Alles, den ganzen Scheiß. Bis ich dann wieder stundenlang bei mir in der Butze hocke und aufräume, damit wieder Platz in der Truhe ist. So wird's ablaufen. Als nächstes geht's übrigens, wenn wir hier mit der Quest fertig sind und hoffentlich woanders hin müssen, müssen wir definitiv zum Bahnhof und da ein paar Sachen verkaufen. Ist ganz wichtig. Wir haben nämlich zu viel dabei. Wir haben nämlich viele Sachen aussortiert. Und dazu zählen viele Gems. Und ich möchte die gerne verkaufen. Ah, hier komme ich gar nicht rein. Surprise! Habt ihr hier irgendwo eine Werkbank? Das wäre sehr fabulös. Wie bin ich jetzt... Hast du jetzt eine Attrappe oder so? Explodieren die Dinger nicht normalerweise? Wo bin ich jetzt hingeraten? Bin ich jetzt am Anfang? Bin ich einfach in die falsche Richtung gelaufen am Anfang? Ja, ich glaube schon. Na gut. Ach, die Tür! Ah, okay, jetzt weiß ich, wo wir sind. Wir mussten die Tür aufkriegen. Werkbank, please. Geschenkte Sachen. Da kommen wir noch nicht rein. Wir müssen hier öfters her. Oh, oh, das geht auf die Brieftasche. Das ist nicht gut. Es gibt mir verdammt nochmal eine Werkbank. Wo ist denn das Problem? Das letzte Gefecht. 18.08.95. Generatoren haben keinen Treibstoff mehr. Weiß nicht, wie lange die Jungs am Thunder Mountain bei so vielen Brandbestien noch durchhalten können. Wenn die Batterien ausfallen, sind wir alle tot. Jeder, der das liest, soll wissen, dass ich mein Bestes versucht habe. Wir alle haben das. Die stählerne Bruderschaft hat die Stellung so lange gehalten, wie es nur geht. Aber die Brandbestien kommen einfach immer wieder. Mir läuft die Zeit davon.
Hören Sie mir deshalb zu. Wenn die Brandbestien immer noch eine Bedrohung sind, müssen sie zur obersten Etage gelangen. Die Sicherheitstüren sind beste Militärqualität. Finden Sie einen Weg an ihnen vorbei. Schaffen Sie das, woran wir gescheitert sind. Halten Sie die Brandbestien auf. Die Stromversorgung bricht ab. Muss los. Ad Victoriam. Gelehrter Grant. Das sind so bekannte Namen, ne, Grant? Ich meine, klar wurden die Namen, ich will nicht sagen recycelt, sagen wir vererbt. Und deswegen kommen die auch immer so bekannt vor. Oh, ich habe Gatling bekommen. Verbotenes Wissen. Wir müssen also höher. Aber erstmal schauen wir uns hier um. Ich brauche unbedingt eine Werkbank. Meinetwegen auch eine kaputte. Bootcamp Blues. Ah, jetzt werden wir zur Sternenbruderschaft wahrscheinlich, ne? Rein theoretisch dürften hier keine Ghule sein. Oder es müssten Ghule in Powerrüstung sein. Eins von beiden. Das wäre doch mal cool. Ghule in Powerrüstung. Weil rein theoretisch, wenn einer von der Bruderschaft stirbt und zum Ghul mutiert, was ja auch sein kann, weil er ja in seine Rüstung geht und da verendet, da kann... Wieso bist du halt tot? Das gefällt mir nicht. Jedenfalls, wenn so ein Ghul in der Powerrüstung verendet, dann kommt er da ja nicht mehr raus. Weil wir wissen, Ghule sind jetzt nicht die intelligentesten Persönlichkeiten. Ich meine, klar, es gibt noch Intelligente. Die Frage ist, waren sie vorher alle so wie normale Ghule, die wir in Fallout getroffen haben, also die menschlichen Ghule? Oder gibt es auch Ghule, die diesen Schritt überspringen? Oder ist es so Zufall, was man wird, ob man sein Gehirn behält oder nicht? Wieso ist das so groß hier? Weil das wäre doch cool, so Ghule Powerrüstung zu sehen. Ich habe eine Menge Glück, also komm. Ich hasse dieses Ding. Ich habe gehört, es ist möglich. Ich habe gehört, es ist möglich. Eines Tages, Freunde, eines Tages fange ich einfach, keine Ahnung, Fallout 3 Let's Play von vorne an in VR oder was weiß ich. Und dann gehen wir nur auf Glück. Oh, hallo. Leiche eines Mitglieds der Bruderschaft. Dann gehen wir nur auf Glück und dann versuche ich, diese Scheiße da rauszuholen. Oh, chinesisches Schwert. Ein Stift. Nehme ich alles mit. Ist ja nicht so, als wäre ich schon überladen genug. Aber komm, das ist die Basis von der Bruderschaft. Wenn die hier keine Möglichkeit haben, ihre Sachen zu verwerten oder zu upgraden, ja, ist ja kein Wunder, dass sie verkackt haben. Wer läuft hier auch ohne Werkbank durch die Gegend? Fragt man sich, warum die Bruderschaft verloren hat. Ja, wegen dem Scheiß. Ja gut. Gehen wir mal hier hoch. Oder waren hier noch Türen? Waren hier noch andere Wege oder? Da geht es noch hoch. Oh Gott. Was es hier nicht alles gibt. Ne, hier ist nur der Ausgang. Finde einen Ort zur sicheren Aufbewahrung der technischen Daten und nimm den Aufzug zum obersten Stock. Ich weiß, wo der Aufzug ist. Der war doch hier hinten irgendwo, ne? Aber erst schauen wir uns hier um. Ich brauche nur eine verdammte Werkbank. Kann ja wohl nicht so schwer sein, hier eine Werkbank hinzustellen. Geht doch. Okay. Solche Spinde habe ich noch nie gesehen. Werkbank? Wieso ducke ich mich eigentlich?
Kennt ihr das, wenn ihr spielt und dann versucht ihr irgendwie um Ecken zu gucken? Ich weiß, das passiert mir einfach ab und zu. Und ich habe gerade gesehen, wir haben schon ein bisschen viel gespielt. Ich würde sagen, wir beenden heute die Folge und sehen uns dann in der nächsten wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.